Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal zum Tag 6 in Los Angeles. Falls ihr euch gerade fragt, yo Jan, wo fährst du hin? Warum sitzt du schon wieder im Auto? Uns geht's nämlich jetzt nach Malibu. Ist ungefähr so 30 Minuten Weg auf ganz entspannt. Ist sogar vom Ding her näher nach Malibu als irgendwie nach West Hollywood. Wetter ist heute auch wieder sehr, sehr gut. Ihr könnt sehen, wir haben fast keine Wolken am Himmel. Die Sonne scheint und dementsprechend ist das der perfekte Tag für Malibu. Ich war ja letztes Jahr auch in Malibu, hab's extrem enjoyed, da so lang zu fahren, weil du fährst die ganze Zeit an der Küste entlang. Du kannst so entspannt rumspazieren. Du bist direkt am Meer. Ist einfach ein sehr, sehr geiler Vibe. Marco war ja auch noch nie in Malibu, deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir es auf jeden Fall. Wer letztes Jahr die Vlogs in Los Angeles gesehen hat, der weiß, dass ich dort bei Nobu das beste Sushi meines ganzen Lebens gegessen habe. Da wir beide sehr, sehr große Sushi-Fans sind, haben wir uns gedacht, komm, das lass uns nicht entgehen. Gehen zu Nobu, gehen frühstücken. Also Sushi zum Frühstück, ich glaube, das habe ich auch noch nie gegessen. Ich will aber auch gar nicht so viel labern, deswegen viel Spaß mit dem Vlog. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und ich muss jetzt gleich hier abbiegen. Deswegen, let's go! Ich glaube, ihr könnt sehen, das ist ungefähr die View, die ich seit 20 Minuten habe. Du fährst die ganze Zeit an der Küste hier entlang. Und wenn es einen Song gibt, der diesen Vibe hier perfekt beschreibt, dann ist es dieser. Destination arrived. Wir sind bei Nobu. Nur 500 IQ, weil ich sage euch ehrlich, 20 Euro für Parken ausgeben sich jetzt nicht. Deswegen parken wir jetzt einfach gegenüber. Auf ganz entspannt hier neben dem Mustang bei Meckes, laufen dann die Straße rüber zu Nobu und sparen uns 20 Euro Parkkosten. So einfach geht das. Wenn ich sage genau gegenüber, dann meine ich auch genau gegenüber. Da ist Nobu, wir stehen bei Meckes und wir gehen jetzt rüber und dann fetzen wir so geiles Sushi. Boah, ich werde es euch zeigen, ihr glaubt da. Ich glaube, ihr könnt sehen, wie unfassbar schön sieht das hier alles aus. Wir haben das Meer, wir haben den Strand, wir haben ein unfassbar schönes Restaurant. Und genauso schön wie es das Restaurant von außen ist, ist auch das Essen. Und das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Deswegen setzen wir jetzt rein. Vorspeise ist angekommen. So unfassbar leckere Edamame. So krass. Sushi ist da. Wir haben Fried Tempura, Spicy Salmon, Lachs Avocado, Gurke und nochmal zwei Nigiri. Und jetzt nicht lange reden. Jetzt. Wird gegessen. Fang an und ich sag euch, Fried Tempura, das ist es, habe ich letztens auch schon gegessen. Und es ist einfach ein. Also for real, das beste Sushi, was ich je gegessen habe. Auch dieser Lachs. Und, oh, da drauf ist es so krass. Jetzt nochmal kurz die View im Hintergrund. Komplett gestört. Der Lachs zergeht dir auf der Zunge. Ich will deine Reaction sehen. Geil, Frank, ne? Komplett gestört. Ich muss sagen, Nigiri habe ich hier noch nie gegessen. Dementsprechend weiß ich, was mich jetzt erwartet. Komm, ich haus komplett rein, oder? Ja, das gebe ihm. Oh ja. Gestört. Wir haben jetzt mit ganz, ganz viel Genuss alles aufgegessen. Ich kann sagen, Nobu Sushi ist wirklich einer der wenigen 10 von 10, die ich geben kann. Also, es geht nicht besser. Ich würde aber jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass wir jetzt mies satt davon sind. Dementsprechend, ihr habt es eben gesehen, gegenüber McDonald's kann ich jetzt nicht garantieren, dass wir nicht noch einen Burger oder so holen. Das wäre es mit Nobu gewesen, aber wie gesagt, wir haben immer noch mega Hunger und dementsprechend, wir müssen jetzt nochmal zu Meckes gehen. Dass ich das gerade hier wirklich mag, Offset und Cardi B? Ah, stimmt, das gibt's in Deutschland gar nicht. Offset und Cardi B-Meal. Aber was gibt's hier für Burger? Double Quarter Cheese Deluxe Bacon McDouble. Deluxe Spicy McChicken McCrispy. Aber ich denke mal, ich gehe einfach mit dem McChicken. Den gibt's nämlich in Deutschland auch nicht mit der weißen Soße. Die weiße Soße ist nämlich Goat. Von Nobu straight zu Meckes. Boah, also die am Chillen, Junge. Also die Karre hier wirklich sehr, sehr geil. Eine Stunde später. Eine Stunde später und wir befinden uns auf dem legendären Rodeo Drive in Los Angeles. Ich würde mal so sagen, die Shoppingstraße vergleichbar so mit der Kühe. Also hier ganz, ganz viele Designerläden. Ich glaube, ihr könnt auch sehen, Hermes, Louis Vuitton, da vorne ist auch Goya, das Prada. Also hier ist wirklich alles voll mit Läden, wo ich auf jeden Fall gar nichts kaufen werde. Wir hatten einfach Bock, hier so ein bisschen rumzuspazieren, weil ihr könnt ja sehen, es sieht extrem, extrem schön aus. Also erwartet nicht, dass wir jetzt hier irgendwie mies shoppen gehen und in 50 Läden reingehen, weil. So, brauchen wir jetzt beide nicht. Mal schauen, was so passiert. Ich weiß jetzt nicht, wir laufen so ein bisschen planlos hier rum. Und wenn irgendwas ist, dann hört ihr mich.
Ein paar Sekunden später. Wir sind gerade ohne uns irgendwas zu denken in den Amelie-Store gegangen. Einfach ein bisschen gucken, ein bisschen schauen, was so am Start ist. Auf einmal, ich drehe mich um und sehe einfach Central Cee. Der steht, also da war einfach Central Cee im Laden. Wir wollten jetzt aber nicht irgendwie unkorrekt sein, die da irgendwie beim Shoppen irgendwie nach Bildern fragen. Deswegen warten wir jetzt hier vor dem Laden, bis der rauskommt. Dann werden wir nach einem Bild fragen, weil ich brauche eigentlich schon so ein Memory-Bild in Los Angeles mit Central Cee. So, das lasse ich mal auf jeden Fall nicht nehmen. Audio Drive fängt schon mal sehr, sehr interessant an. Die beiden haben auf jeden Fall gerade ganz, ganz bösen Stress. Die streiten sich irgendwie um den Parkplatz da und jetzt ihre Mission. Es ist passiert, wir haben es gemacht, das Bild blende ich euch hier jetzt einmal ein. Wir haben auch noch ganz kurz ein bisschen geredet, auch über Rolling Loud, weil er hat es auch sehr gefeiert, dass wir da waren. Er war auf jeden Fall sehr humble, sehr korrekt und es kann eigentlich, also wow, ich war, also, nee, ihr merkt, ich, ach, scheiß drauf. Hier, by the way, auch der Legenden-Spot aus, Digga, was geht denn da ab? Der Legenden-Spot aus GTA. Wir kennen ihn alle, generell Rodeo Drive. Sehr, sehr schön. Und ich schwöre auf alles, dieser Typ fährt die ganze Zeit hier unten rauf und runter, rauf und runter. Was ein Keck. Ey, es sieht so nice hier aus, ne? Ich will nicht zurück nach Deutschland. Ich will es nicht, Mann. Okay, was geht hier jetzt ab? Ja. Nice. Ich habe ja schon teilweise angeteased, dass heute Abend was sehr, sehr Besonderes passiert. Und ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, was das hier ist oder was diese Jacke da von Marco bedeutet. Jetzt kann ich verkünden, dass wir uns ein NBA-Spiel angucken. Und nicht irgendeins, sondern einfach in Los Angeles von den Lakers. Marco schon passend dazu gekleidet. NBA-Fan seit Tag 1. Ich bin wirklich NBA-Fan. Das hier ist die Crypto.com Arena, soweit ich weiß. Wir müssen jetzt hier rein und da müssen wir unseren Platz finden. Also ihr müsst wissen, ich bin wirklich gar kein NBA-Fan. Mich interessiert Basketball nicht. Ich verfolge das Ganze nicht. Jetzt fragt ihr euch, okay Jan, aber warum guckst du dir jetzt ein NBA-Spiel an? Ja, jetzt kann man sagen, was ein Event-Fan. Aber ihr müsst wissen, ich wollte einfach unbedingt mal in Amerika mir ein NBA-Spiel angucken. Ich wollte mal die Atmosphäre miterleben. Ich wollte das Ganze einfach mal live erleben. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir sind in Los Angeles. Wir machen das Ganze, haben Zeit dafür. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach ein NBA-Spiel an. Wir sind drinnen, wir sitzen. U31, Section 332, also relativ weit oben. Die Plätze müssen wir jetzt irgendwie hier finden. Wir sind auf jeden Fall überall so Essensstände, klassisch wie man es vom Fußballstadion kennt. Du bekommst mich aus Deutschland, aber Deutschland nicht aus mir. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine schöne Brezel für 7 Euro, let's go. Auch extrem billig hier. Ein Bier, 18 Dollar. Das Spiel läuft by the way auch schon, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass die Amerikaner das nicht so wirklich juckt. Also alle chillen hier noch und holen irgendwie Getränke, holen was zu essen. Ihr könnt sehen, die spielen schon, die Plätze sind aber leer. Und da ist by the way auch Dennis Schröder in Dreh. Den sehe ich heute auch. Hier haben wir das gute Stück und ich sag euch ehrlich, die riecht mehr nach Butter und nach Zucker als irgendwas anderes. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die ungesündeste Brezel, die ich je esse. Hm? Aber schmecken? Nee, die schmeckt eigentlich nicht. 3 von 10. Heute spielen die Memphis Grizzlies, natürlich obvious, gegen die Lakers. Die Grizzlies sind, glaube ich, 2. in der Tabelle und die Lakers irgendwie 11. oder 12. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gar keine Ahnung von Basketball habe. Ich kenne natürlich so diese Grundregeln aus dem Sportunterricht. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, mich interessiert das mies und ich bin jetzt unfassbarer Basketball-Fan. Ich glaube, die Spieler, die ich heute kenne, kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Wir haben ein bisschen Pech, weil die beiden Top-Player, also Morant von den Grizzlies und natürlich LeBron James von den Lakers, sind beide nicht da. LeBron ist verletzt, was mit Morant ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist denn schon knass. Ach, keine Ahnung. Aber die deutsche Legende Dennis Schröder werden wir auf jeden Fall sehen. Den Bro werde ich supporten. Mein, als wäre es jetzt mein Bro. Die werde ich auf jeden Fall supporten. Aber jetzt suchen wir erstmal unseren Platz. U32. Der allererste Gang ins Stadion. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Ey, ich habe mir das viel, viel kleiner vorgestellt. Oh mein Gott. Alter, wie geisteskrank sieht das aus. Da unten ist mein Bruder Dennis, mit dem weißen Stirnband. Ey, ich bin keine 5 Minuten in diesem Stadion, was passt YouTube hier irgendwie, wie geil, Alter. Einfach so Dance-Camps. Warum gibt es sowas nicht auch beim Fußball? Ich höre, das ist so unterhaltsam. Komm, Dennis. Stark. That's my boy. Defense! Defense! Defense!
It's really been my honor to wear this jersey, to play for this franchise, to help this team. My name is Kobe Bryant. Wir haben auch zusammen gespielt damals schon. Sehr, sehr krass. Da oben neben Kobe. Denke ich das Trikot von Pau Gasol. Second Quarter ist vorbei und ihr habt es auch gerade gesehen. Pau Gasol ist einfach retired heute, beziehungsweise kam heute in die Hall of Fame. Ich weiß es auch nicht so genau, auf jeden Fall gibt es sehr, sehr wenige Menschen, die in der Hall of Fame bei den Lakers sind. Und wir sind jetzt vor allem in L.A., gehen zu einem Lakers-Spiel und erleben das einfach mit. Das ist geisteskrank. Und wir hatten auch extrem Glück, die haben nämlich auf jedem einzelnen Platz im Stadion ein Pau Gasol Lakers Trikot verteilt. Das heißt, das ist jetzt umsonst für uns ein richtiges Trikot von den Lakers for free. Also, ich glaube, mehr Glück als hier kann man eigentlich gar nicht haben. Zieh den Lachs jetzt mal an. Das ist eine Size XL. Also, jeder Platz hat eine XL bekommen. Ich denke mal, die wird auf jeden Fall. Ja, okay, ist schon nicht groß, ne? Ist leider ein bisschen groß, aber. Lakers-Fan seit Tag 1. Deines Fazit auch zu den beiden Vierteln, die wir bis jetzt gesehen haben. Ich würde sagen, ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Leider während des Spiels gar nicht so viel Film und dabei reden, weil es so laut in der Arena ist. Also man versteht mich auch gar nicht. Drittes Quarter hat angefangen. Let's go. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich hier bin. Boah, wie geil. Er ist ja wieder cool. Echt ein mies ausgeglichenes Spiel. Aber geil. Sehr, sehr wild. Komm, Dennis Abi, komm. Da. Ey, der Bro da unten kann jetzt 70.000 Euro gewinnen, beziehungsweise Dollar. Ah. Da unten der Typ 2 neben dem mit der roten Cap, der gerade am Handy ist, ist Adam Sandler. Einfach Adam Sandler, Junge, was eine Legende. Anthony, mein Bruder. Das Spiel ist so geil gerade. Die letzten zwei Minuten, 105-98. Sehr, sehr intens hier. Okay, das war's. Lakers haben safe gewonnen. 3 Sekunden noch. Ist vorbei. Die Leute fangen an zu gehen. Ist vorbei. Geil, sehr, sehr geil. Oha! Oha! Ey, Junge, wie geil, Mann. Das war's mit meinem allerersten Lakers-Game. Die Leute gehen nach Hause. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich schon mal wieder. Ich gehe jetzt erstmal hier raus. Ich habe mir jetzt gerade mal das Trikot übergestülpt, weil wir nämlich noch ein paar so Erinnerungsbilder gemacht haben, gerade im Stadion. Kleines Fazit zum Game, wirklich sehr, sehr intens gewesen. Also es war eigentlich fast die ganze Zeit sehr, sehr ausgeglichen. Immer so ein bis zwei Punkte Abstand machen, die Lakers gefühlt, machen die Grizzlies gefühlt, da war es so echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch wenn ich jetzt nicht so der größte Basketball-Fan bin und auch nicht die Lakers oder die NBA generell verfolge, hat es auf jeden Fall extrem Spaß gemacht, war ein sehr, sehr geiles Erlebnis, eine sehr krasse Stimmung und ich... War auf jeden Fall sehr, sehr geil, das Ganze mal gemacht zu haben. Solltet ihr die Chance haben, auch mal in Amerika zu sein, euch die NBA mal anzugucken, dann macht das auf jeden Fall. Fette Empfehlung von mir. Und das wäre es dann auch so fast schon den Tag gewesen. Also bis jetzt wirklich ein... Okay, noch fett essen. Wir müssen noch sehr fett essen. Geisteskrank Hunger, das ist sicher mal. Ein abschließendes Fazit zum Game. What did you say? Also ich muss sagen, heute das Spiel könnte tatsächlich die zweite 10 von 10 sein, die ich verteile. Ich fand's sehr stark. Ja. Das Einzige, wovor ich jetzt ein bisschen Angst habe, ist die Parksituation. Wir sind nämlich im Parkhaus und ich glaube, das wird sehr, sehr voll jetzt hier. Ey, genauso wie auf dem Rolling Loud, überall sind diese Hotdog-Stände. Aber würden die nicht irgendwie 10 Dollar kosten, würde ich mir hier so viele fetzen. Parksituation doch ein bisschen entspannter, als ich gedacht habe, denn da vorne, vor dem Dodge, na, die rote Flitzer, man sieht ihn schon, unser Auto. Aber dafür geht es jetzt für uns zu Shake Shack, auch ein sehr, sehr geiler Burgerladen. War ich in Dubai auch schon? Warst du schon mal bei Shake Shack? Seattle. War geil? Sehr geil. Also ich finde den sehr, sehr, sehr krass. Sehr, sehr geil. Deswegen geht es jetzt für uns dahin, weil ihr kennt uns, wir nennen uns immer schön gesund. Wir fahren jetzt zu Shake Shack, letztes Abendmahl. Oh ja, da habe ich jetzt Bock drauf.
nicht lang labern, rein. Boah, sieht das nasty aus. Wir haben hier einen Cheeseburger, zwei Trüffelburger, die sind glaube ich neu, die habe ich auch noch nie gegessen. Und einmal Pommes. Boah. Wir probieren den Trüffelburger. Ich weiß, was das hier ist. Das sind Zwiebeln, glaube ich, ne? Der scheint angeblich neu zu sein, habe ich auch noch nie gegessen. Wir probieren mal. Ja, der kann was. Ist glaube ich nur so eine Trüffelcreme irgendwie drauf, aber der schmeckt sehr gut. Und zu guter Letzt, back to the classics, der Cheeseburger. Immer wieder schön. Oh, das war wieder sehr, sehr ehrenlos. Und ich sage euch ehrlich, langsam kann ich das Essen noch nicht mehr wirklich sehen. Also ich fühle mich 2 von 10. Morgen haben wir den letzten vollen Tag. Darauf geht's am Donnerstag Mittag nach Hause. Lasst die Video sehr gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Freut euch auf den nächsten Vlog. Ich hoffe, auch der Vlog hat euch wie die anderen Vlogs gefallen. Das wär's von mir. Haut rein und ciao.